Willkommen zurück auf meinem Kanal und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Juliane und heute geht es um ein Unboxing einer Box, was keine reine Beautybox ist. Und zwar geht es um die Taobox für die Monate Januar, Februar. Die Taobox kommt von Taoasis und bitte entschuldige, aber meine Stimme will heute nicht so wirklich, wie ich es möchte. Und genau, die Box kommt von Taoasis und sie kommt immer den Jahreszeiten entsprechend. Also jetzt haben wir den Winter, dann kommt irgendwann der Frühling, dann der Sommer, dann der Herbst und dann die Weihnachtszeit sozusagen. Und sie kostet 29,90 € und wir haben hier Produkte aus dem Bereich Aromatherapie, Raumbedüftung, Aroma, Naturkosmetik. Manchmal auch was zu trinken, also einen Tee oder so. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, was wir für Produkte hier drin haben. Die Aufmachung ist eigentlich immer dieselbe. Sie haben immer diese Box sozusagen, die designed ist mit einem ganz liebevollen Deckel, wo ganz viele Aroma-Duftkompositionen sozusagen drauf sind. Und so sieht sie erstmal aus. Nicht wundern, ich habe hier schon mal ein bisschen rumgeschnüffelt. Das ist der erste Blick in die Box und da kommen uns auch schon die ersten Produkte entgegen. Ich habe hier auch irgendwo, genau hier hinten, noch das Heftchen. Und das Heftchen hat ja auch sozusagen dann das Motto der Box sozusagen. Und das Motto der Box für Januar, Februar ist Taobox, meine Balance. Und was man sich da gedacht hat, das lese ich dir mal gerne vor. Meine Balance in der Taobox. Wir begrüßen das neue Jahr und zwar nicht voller Stress, Hektik und Anspannung, sondern ganz entspannt, denn gerade nach einem turbulenten Jahr 2021 sollten wir die guten Vorsätze nutzen, um mal wieder richtig ins Gleichgewicht zu kommen, auf dem Weg zu unserer inneren Mitte dürfen duftende Kostbarkeiten aus der Natur natürlich keinesfalls fehlen. Da kommt die Taobox, meine Balance, gerade richtig. Entdecke jetzt die vielfältigen Produkte aus den Bereichen Raumbeduftung, Aromatherapie und Aromakosmetik und mache 2022 zu deinem duften Wohlfühler. Viel Freude beim Auspacken. Wir haben dann hier auch schon so den ersten Blick auf die Produkte. Was ich aber ganz schön finde, ist, wir haben hier auch so ein paar Rezepte drin, womit man die einzelnen Produkte voll integrieren kann, für was sie halt gedacht sind. Und hier hinten ist auch nochmal ein Gutscheincode. Wenn dich das alles interessiert, den Link von Taoasis habe ich dir unten in die Infobox gesetzt. Die haben ja auch noch ganz speziell ganz viele andere Themen auf ihrer Homepage. Also es ist wirklich ein super, super, super tolles Thema, Aromatherapie, Raumbeduftung, also ja. Fangen wir an mit dem ersten Produkt und das ist jetzt mal kein Duftöl oder ein Öl für die Raumbeduftung, sondern es ist ein Tee von der Firma Yogi Tea, ein Kurkuma-Orange und ist sonnig, würzig, aromatisch. Ich mag die Tees von denen, ich hatte heute mir einen Maca-Chai gemacht. Der war wohlig wärmend sozusagen, mir war noch ein bisschen kalt. Und das ist halt alle Tees sind teilweise eine ayurvedische Gewürzteemischung. Die haben aber auch so andere Tees noch. Und sie haben hier immer so kleine Yoga-Übungen für den Alltag drauf. Die Tees schmecken mir sehr gut. Also das ist jetzt wirklich mal eine persönliche Meinung. Und was ich schön finde, auf diesen Teebeuteln stehen so kleine Gedichte oder kleine Sprüche halt drauf. So, das finde ich immer ganz witzig und deswegen, yay, freue ich mich sehr. Dann das nächste etwas größere Produkt ist, und das ist auch ganz witzig, das ist so eine kleine Box. Ja, da steht ja auch Taoasis drauf, aber was ist das? So sieht der Inhalt aus. Und zwar ist das eine kleine Box, wo man, ich tue es jetzt mal so, die Duftöle hineinstellen kann. Aufbewahrung, dass sie nicht irgendwo rumfliegen. So. Finde ich ganz praktisch. Ich habe 3 Stück von und ich habe die mir auch aufgeteilt in einmal die volle Duftkomposition, also die ganzen Duftmischungen,
für die Raumbeduftung, die reinen Öle, also was Orange, Lavendel und so weiter ist. Und es gibt ja auch von Towerses Öle, die man fürs Kochen verwenden kann. Und dafür habe ich einen Case sozusagen, also eine Box, die ist etwas größer. Da passen, glaube ich, 24 Öle rein. Hier passen 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rein, ja, genau. Und die werde ich mir jetzt auch mit hinstellen, aber vorne hin und. Oder ich nehme die mit auf Arbeit. Mal schauen. Und werde vielleicht da die Öle reinnehmen, die ich aktuell in Anwendung habe. So, da ich ja vorhin schon mal reingespickt habe und das ein bisschen auseinandergenommen habe, komme ich jetzt mal zu diesen schönen kleinen Fläschchen. Und zwar ist das von Baldini bei Towerses der Duft, die Duftmischung Viel Glück. Wir haben hier Clementine, Ingwer und Sandelholz drin. Und das ist eine Duftölmischung, die kenne ich so selber noch nicht. Die habe ich nur mal jemandem geschenkt und der fand ich schön. So. Und viel Glück kann man ja immer gebrauchen, ne? Viel Glück, ganz viel Glück mit viel Glück. Also wir sollen das Glück fühlen. Und ich finde diese Duftkomposition schön. Also ich nehme die gerne für die Raumbeduftung. Da gibt es eigentlich so ein kleines Vlies, was in so einem Tropfen ist. Das habe ich aber jetzt schon weggetan, weil das finde ich eigentlich unnötig, denn ich habe im Raum so einen Aromadiffuser, kann man das nennen, genau. Oder ich habe auch so ein Steinchen, wo man das halt drauf träufeln kann. Und was ich auch habe, das habe ich aktuell gerade im Flur stehen, in der letzten Towerses-Box, das war glaube ich in der November-Dezember-Box, hatten wir den neuen Duft Engelsduft drin mit so einem Sternchen. Und das ist halt ein Stern aus Holz, der so einen kleinen Holzstiel hat und den man dann halt in die Flasche reinstecken kann. Und dann zieht er sich das Öl nach oben und gibt dieses dann kontinuierlich in die Wohnung oder in den Raum halt ab. Finde ich persönlich besser, weil man es immer wieder verwenden kann. Genau. Das nächste Produkt ist das auch was von Baldini bei Towerses und zwar das Bioraumspray Harmonie oder Feel Harmonie. Also Feel. Man soll die Harmonie fühlen. Und das ist Vanille, Sandelholz und Tonka. Vanille selber ist jetzt nicht so mein absoluter Lieblingsduft. Der ist mir einfach zu süß. Ich mag ihn nicht wirklich. Und das hier mit Tonka-Bohne und Sandelholz geht noch. Da ist wieder so eine herbe Note mit dabei, die das Süße wieder ein bisschen aufhebt, finde ich. Trotzdem, ich werde ihn mit auf Arbeit nehmen für da. Was ich absolut liebe bei Towerses sind diese reinen Körperöle. Und wir haben hier ein Avocado-Körperöl drin. Und das ist halt. Genau, das ist halt durch Kaltpressung gewonnen und es hat halt ein hohes Vitamingehalt und nährende Inhaltsstoffe und meine trockene Haut, die auch sehr gerne mal zu mehr so fast wie zu Neurodermitis neigt, liebt im Winter absolut Körperöle, sämtliche Körperöle. Also wir hatten mal eins in der Trendradar-Box drin, Hammer. Die von Freiöl mag ich auch ganz gerne, aber die hier, die mische ich mir manchmal auch ganz gerne mit einem Duft sozusagen nach einem warmen Dusche, nach einem warmen Bad, einwandfrei auf die feuchte Haut auftragen. Boom. Meine Haut ist danach yay, happy. Dann haben wir noch den Duft, ist kein reiner Duft, das ist ein Roll-On, sehe ich gerade. Also ein Roll-On in der Richtung Teebaum. Und Teebaum, wissen wir alle, wirkt anti-entzündlich, also es ist wirklich für Pickel, Mückenstiche oder wenn man es einfach mal so braucht, auch für Kopfschmerzen, ist es eine reine Wunderwaffe. Und wie ein Roll-On funktioniert, muss ich euch jetzt nicht zeigen, oder? Ich mach ihn auf. Wenn ich ihn aufkriege! So. Ja. Oh, Roll-On.
Und also gegen Mückenstiche, gegen Pickel habe ich auch ein Teebaumöl und dann so da drauf tropfen und dann 2, 3 Tage und das Ding ist weg. Kann ich nur empfehlen. Das nächste Produkt ist eines ihrer neueren Produkte und zwar ist das jetzt passend zum Valentinstag. Die Duftkomposition Alles Liebe. Und hier haben wir Rosengeranie, Vanille und Lang drin. Heißt das nicht Lang? Ich guck mal kurz rein. Ja, genau, es das heißt Lang, Vanille. Und wenn Rosengeranie, Vanille und Lang in der Luft liegen, wird es kuschelig. Der blumig-liebliche Duft aus 100% naturreinen Ölen schenkt dir Harmonie und Geborgenheit und sorgt für behagliche Stunden. So, und das ist jetzt, glaube ich, aktuell ihr neues. Und die haben auch hier, und das finde ich ganz witzig und nett, tu dir was Gutes, ein Aromabad. Mit der Duftliebe, mit der Duftkomposition Alles Liebe. Da sollst du halt 2 Esslöffel Meersalz und 8 bis 10 Tropfen Alles Liebe. Und was schreiben sie? Zu Hause ankommen und entspannen. Nach einem stressigen Tag gibt es doch nichts Schöneres als ein wohltuendes warmes Bad. Für die zusätzliche Portion Geborgenheit sorgt dabei die Alles Liebe Duftkomposition im Badewasser. Einige Tropfen der Alles Liebe Duftkomposition und Meersalz zusammen in einem kleinen Schälchen vermischen, Badewasser eingeben und erst am Ende die Mischung als Badezusatz hinzugeben. Dann ab in die Wanne, tief durchatmen und genießen. Statt Meersalz kann auch Sahne oder Kokosmilch verwendet werden. Gar nicht mal so schlecht. Und das allerletzte Produkt ist auch noch ein Öl. Und zwar ist es das Jasminöl in 2% in Sesamöl. Und hier ist Jasminöl, 2% in Demeter-Jojobaöl. Und das soll man halt, und das ist dann halt auch gerade so das Schöne. Gib dir das mit dem, ups, zusammen mit dem Avocado oder einem anderen Öl von denen oder jemand anders. Mischen und du hast ein wunderschönes Körperöl. Wer Jasmin mag, mehr kennen, nicht jeder mag den Jasminduft, ich mag ihn. Das Einzige, was ich nicht mag, ist Hyazinthen. Da reagiere ich allergisch drauf. Aber genau, und hier hinten steht auch drauf: Aroma zur besonderen Aromapflege der Haut zu verdünnen. Nur verdünnt anwenden, zum Beispiel 8 bis 10 Tropfen auf 50 ml Tauases Mandelöl zur wohltuenden Aromamassage. Ich habe das Mandelöl, ich hatte auch das Sesamöl und ja, das Jojobaöl hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Fand ich alles super. Also die Öle finde ich echt gut. Und auch für den Jasminduft selber haben sie, glaube ich, auch noch. Hatte ich das auch gesehen? Ja. Na, hier. Jasmin Avocadoöl kannst du dir ein super entspannendes Körperöl. Gerade wenn es draußen nass und kalt ist, hat unsere Haut eine extra Portion Aufmerksamkeit und Pflege verdient. Avocadoöl ist dafür die ideale Grundlage. Der blumig-süße Jasminduft verleiht dem Massageöl dabei noch eine ganz besondere Magie, die beim Abscheiden und Entspannen hilft. Zunächst den Tropfeinsatz des Avocadoöls entfernen, dann ein paar Tropfen des Jasminöls hineingeben, Tropfeinsatz wieder einsetzen und leicht schütteln, sodass sich die Öle vermischen. Je nach Bedarf kann das fertige Öl auf den ganzen Körper oder nur für die Teilmassagen verwendet werden. Am besten auftragen, wenn die Haut leicht feucht ist. Es gibt von Taoasis auch so ein Ölerwärmungsgerät, ja, also für die Massage, für die Körpermassage, sodass das Öl halt warm ist, dann kann das halt noch sich besser entfalten und so. Habe ich mir schon überlegt, ob ich mir den auch kaufe. Mache ich aber nicht. So, jetzt räume ich das mal kurz wieder ein. Das war die Taoasis Box, meine Balance für den Monat Januar, Februar. Ich finde die Produkte wieder sehr schön. Über den Tee freue ich mich immer. Den Tee kann man immer
gebrauchen und sehr gerne trinken. Des Weiteren freue ich mich aber auch sehr über die Öle, weil die Öle sind wieder sehr schön. Und über den Raumduft freue ich mich auch. Den, wie gesagt, den werde ich mit auf Arbeit nehmen. Und das kleine Case ist natürlich, oder die kleine Box ist natürlich was ganz Schönes. Da kann man wirklich wunderbar die Öle drin aufbewahren. Genau. Das war sozusagen das Unboxing der Tawadis Box. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Hier unten kannst du meinen Kanal abonnieren. Hier und hier verlinke ich dir nochmal die letzten beiden Videos. Und hier siehst du nochmal den Gesamtwarenwert der Box. Wie gesagt, alle weiteren Informationen sind auch in der Infobox für dich verlinkt, wenn du dahin möchtest. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dahin.